Nathan, halt denn mal ein Spiel. Ah, come on! Arsch! Was ist das für ein Dreck? Da halte ich ein Streichholz dran und das ist tot. Das ist ein Pilz. Das brauche ich in der gottverdammten Haschischpfeife. Energie wäre mal nice, vielleicht. Oh, komm, tick mal durch, du, mit deiner Vergiftung. Es wird Zeit. Und ja, ich hätte jetzt jedes Mal zwei Karten ziehen können, weißt du, wenn ich diesen blöden Helm noch hätte. Oh, nein, nein, come on. Wichser. Au! Ja, wir haben keine Energie für das verfickte Ibitak. Ja, komm, Wayne. Fuck it. Ich erwarte eh nichts mehr von der Runde. Oh, kacke. Allerdings kann ich dem Seins immerhin noch wegknöteln damit. Ha, Mücke! Und da ist sie weg. Ich hatte sie. Ich hatte sie in meiner Hand. Putziges, kleines Eoli. Danke für gar nichts, Merkel. Bam! Seht euch meine Macht an. Seht euch meine Macht an. Ich meine... Seht euch meine... Na, macht an. Was hast du für Pokémon, ne? Ich habe mich nicht geachtet. Egal. Beim Raichu bräuchten wir Raichu plus diese Himmelskarte. Oh, die Himmelskarte. Schlagbohrer wäre halt auch geil, aber diese nice Attacken brauchen halt alle so fucking viel Energie. Könnt ihr da mal die Lücke schließen? Das triggert mich. Ah, fuck! Was? Schwäche? Was? Scheiße, trotzdem tot. Los, Pikachu! Alle vertrauen auf dich, Pikachu! Pikachu leistet seinen Beitrag! Ich bekomme zwei Karten, die nichts wert sind. Hm, fuck. Kann ich dir nicht schon im Voraus heilen? Ah. Bitte was Gescheites wollte ich gerade sagen. Doch dann sah ich meine Karten auf der Hand. Wow. Wow. Ah, scheiße. Tanky, Tanky. Solange sie vor den Namen die Zahl 1 bis 151 haben, ist alles okay. Alles darüber hinweg steigt ab! Nein, warte! Ich wollte das Kangama noch raushauen. Oh, wow. Ja, okay. Easy. Ja, jetzt brauche ich nur noch diese Himmelskarte und genug Pokémon auf der Bank. Ich hätte mein Rad fast nicht wegwerfen sollen. Von dem her, das Carpador gibt sicher Stilpunkte. Oh, geil. Jetzt brauche ich nur noch genug Pokémon. Fuck. Okay, ja, fuck you. Danke. Ja, meine Freunde, das war Pokémon Go. War schön mit euch. Ja, tschüss. Scheiß Game. Hoppala, dass mir den Zeigefinger dreimal ausgerutscht. Schön, das kann's geben. So, okay, das sieht schon ein wenig mehr nach... Es sieht nicht so ganz scheiße aus. Es sieht auch scheiße aus, aber nicht so ultimativ scheiße wie auch schon. Wir sind tot. Aber dieses Elendige. Entweder haben wir nützliche Pokémon ohne Energie, oder wir haben Energie ohne nützliche Pokémon. Oder wir haben unnütze Pokémon und keine Energie. Dafür Tränke und so ein Scheiß. Los, Evoli! Töte ihn! Was? Wie viele Karten hast du in deinem Deck? 100 fucking 20? Komm schon, komm schon, komm schon, fuck. Oh, jetzt kommt die Doppel-Energie raus! Die wir jetzt einen verfickten Scheiß benötigen können, du Elendiges! Au! Wow, noch ein lieber Ball! Jetzt haben wir zwei Unnütze. Ja, geil. Yo, läuft. Oh, ein kleines Evoli, wie süß, du Pappnase. Ein Trank oder so ein Scheiß haben wir gerade nicht am Start. Ah, oh, ich bin eine jämmerliche kleine Fotze, eine widerliche, erbarmungswürdige Kreatur. Moment, musst du jetzt nicht deine verfickten Energiekarten ablegen? Ah, nein. Nein, du wirst keine 70 mehr raushauen. Du wirst nie wieder 70 raushauen. Und zu was entwickeln die sich zusammen irgendwie? Können die fusionieren? Ah. Das zumindest nicht mehr.
Ja, ich habe nicht wirklich viel erwartet, ganz ehrlich. Mein Freund, bitte schön, danke schön. Arsch. Oh wow. Ich würde am liebsten beide Karten auf den Ablagestapel legen. Deine Manieren sind besser als die von einigen anderen. Nein, Fotze, du kriegst kein Date. Date, verpiss dich. Ey, auf dem Quickie geht immer. Wenn ihr Gesicht scheiße ist, Mac ist Tüte drüber. Next! Hi! Ich sagte next! Meine Furcht, dass sie mein Ibitag mit Elektro-Pokémon besiegt, war unbegründet. Immerhin. Immerhin. Deswegen mochte ich ihn nicht. Stimmt, den kann ich mit Basis-Pokémon keinen Schaden zufügen. Das war eklig mit meinem, können ihm aber vielleicht dann den Rest können wir ihm noch nicht geben. Oh. Was habe ich vorhin gerade gesagt? Von wegen Basis-Pokémon machen keinen Schaden? Sag mal taub. Sag mal blöd, Daydream. Fuck. Kopf, 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 fuck. Habe ich überhaupt noch verdammte Tränke in diesem? Ich dachte, ich hätte welche darin. Ich möchte mir gerne die Pulsadern aufschneiden, wenn ich darf. Jetzt direkt im Livestream. Ja, Mama. Ja, ich spiele Pokémon. Ein Magnetilo. Ja, ich weiß, dass ich mich damit von meinen Freunden aus dem Internet blamiere. Hm? Okay, tschüss. Angewidert warf er es auf die Bank und wandte seinen Blick beschämt ab. Was? Bringt mir halt nichts mehr, weil meine Bank jetzt voll ist mit ausgewählten Kleinodien. Oh, habe ich gesagt Kleinodien? Ich meinte Chlamydien. Das macht überhaupt nichts. Das war eine heftige Attacke, Alter. Aber kann ich mein Evoli töten, bitte? Leider nicht gern. Die hat Wasser-Pokémon. Komm, die machen wir noch schnell tot. Stecken wir unser riesengroßes Geschlechtsteil tief in den Rachen und ejakulieren so lange, bis sie platzt. Und danach gibt es eine kleine Pause. Wow, ich habe beide Doppelenergie und zwei normale Energie, also. Aber nichts Gescheites an Pokémon, wie es halt nun mal so ist. Überhaupt nichts. Was zum Fick? Heilender Schal! Ja, klar, ja. Ja, das wäre dann nur das. Was habe ich vorher noch große Töne gespuckt? Vorhin, haha, ich fix in den Arsch, ich fix in den Mund, ja. Uiuiuiui. Sieht aus wie ein verdammtes Digimon. Und das sieht aus wie etwas, das ich mir normalerweise in den Arsch schiebe, um Lust daran zu empfinden. Aber nicht wie ein Pokémon. Ja, der Kampf gegen diese kleine Fotze, wie ich sie vorhin genannt habe, ist doch relativ ausgeglichen. Ändert natürlich nichts daran, was für eine Fotze sie ist, aber oh oh. Oh oh. Egal, bringt dir gar nichts. Best Auswahl ever. Screenshot. Ein Pokémon ist wie Schach. Man muss immer ein paar Züge vorausdenken. Fick die Schach! Könnt ihr jetzt noch mit dem Glückshelm rauskommen? Und damit. Und damit. Und damit. Aber schlussendlich mache ich es einfach damit. Weil ich geil bin.